Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3 der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Und ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich gerade lang müssen. Ich weiß nur noch, wir sind hier an dem Turm. Können ja lustig Wolken kaputt hauen. Warte mal. Na, Pig greift Pestbeule an, oder wie die auch immer heißen. Kill Bill greift Wolke und Mary auch Wolke. So. Ihr könnt das, wenn ihr Pause drückt, wahrscheinlich sehen, wie die Gegner heißen. Ich hab's ja überhaupt nicht mitbekommen. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich weiß noch, dass wir hier jetzt gerade irgendwelche komischen Leute schlachten wollten. Oh! Und bevor wir hier weitermachen, werden wir ein paar Heilkrautzen benutzen. Auf Mary. Mary ist ja fast hinüber. Ey, guck mal, wie wenig HP ich eigentlich habe, ja? 68 von 75, ja, im Vergleich zu Red, der hat doppelt so viel. Wir haben alle so viel, außer Mary hat weniger, aber voll krass. So, da wollen wir mal gucken hier. Oh, da geht's rein. Ist hier noch was versteckt? Bin ja immer so der Freund von versteckten Sachen. Das muss ich mal alles suchen. So. Magie. Peng. So. Oh, das ging ganz gut. Ging nicht so gut. Da bin ich mal so ein Freund von den versteckten Sachen, wie gesagt. Also ich muss immer alles abklappern, ganz dringend unbedingt. Das ist ein innerer Zwang von mir. Ich muss immer irgendwo lang gehen erstmal und gucken, ist da was versteckt. Jetzt fängt ja mein Emulator schon wieder an mit irgendwelchen Grafikfehlern. Die Dreckschau. Oh, Wolkenkratzer. So, geht das ganz schnell. Ich stelle mir ja rein in den Screen wechseln, damit das hier aufhört zu blübeln. Ne, hört nicht auf. Oh, wer ist denn das für einer? Guten Tag. Anscheinend haben einige Diebe im Turm Quartier bezogen. Na schön. Ja, toll. Aber lass mich doch vorbei, du kleines. Etwas. Gibt's ja mal gar nicht, lässt mich nicht durch. Ui. Okay, Pick Batman, Batman. Hebelangriff, Magie, Peng, so, buff. Oh, die gehen ja auch relativ schnell kaputt. Tja. Blöd. Pestpilz heißt er. Aha. So. Info. Kill Bill. Oh, das ist also Info. Kill Bill steht ja nicht da. Er hat mir doch jetzt letztens jemand erklärt, was diese Fratze heißt. Ich hab's schon wieder verpeilt. Vergessen. Kill Bill nutzt ein Heilkraut auf sich selbst. Oh ja. Yeah. Aber er hat nicht viel genutzt. Es war nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte ein Gegengift eigentlich. Hm. Oder sowas benutzen. Minuten auf Kill. Ja, sehr gut. Wo wir gerade dabei sind. Ich wollte ihn ja sowieso heilen, weil er ja fast kaputt war. Ne? Ja, er war ja 20 HP zu wenig gehabt. Ho, ho, ho. Gehen wir mal hier runter. Hier müssen die doch irgendwo sein. Guten Tag. Guten Tag. Hä? Habe ich mich jetzt verlaufen? Komm immer ruf. Ich komme mir so echt verlaufen vor gerade. Hätte ich mir nochmal die Parts vorher angucken müssen? Ach, das ist schon wieder blöd. Okay, ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir erst hochgegangen sind. Und das ist natürlich blöd, wenn man runter geht, obwohl man eigentlich hoch müsste oder irgendwas anderes. Aber da ist ja dieser Typ im Weg. So, zwei Kämpfe noch, dann muss Pig Hunter geheilt werden. AKA ich. Nee, hier war ja auch nichts weiter. Außer der Truhe. Was machen wir nun? Springen? Springen wir halt mal runter. Muss doch was passieren. Das gibt's doch nicht. Guten Tag nochmal. Nochmal hier den Dungeon von vorne.
sind inzwischen ein bisschen stärker geworden. Hat zwar keine Ahnung mehr, wo lang, aber ist ja egal. Verlaufen. Da war die Treppe. Halt. Nee, da geht's tatsächlich nicht zur Treppe. Oh. Lässt eine Truhe zurück. Pi öffnet und. Pick öffnet Truhe und da ist ein Reisegewand drin. Toll. Weil ja ein Reisegewand so wichtig ist. Das ist so wichtig wie eine Zahnbürste. Muss man immer dabei haben. Ich habe letztens auf Facebook was Tolles gelesen. Da hat jemand gefragt, das eigene Leben in einer Spielwelt stattfinden würden müsste, täten tute. Ne? Also wenn dein Leben in einer Spielwelt jetzt sein müsste, welche würdest du dir wünschen? So. Dann würde ich gerne mal wissen, wie das bei euch so ist. Also ich finde, ich habe wirklich lange überlegt, erst der erste Gedanke ging Richtung Zelda. Aber, nee, da ist dann doch zu wenig los auf Dauer. Da rennt dann einmal der Link rum und der macht dann alles wieder heile und dann, naja. So, dann kam Super Mario und mir in den Sinn. Aber nee, das ist ja sowieso nur 2D. Nee, auf jeden Fall bin ich dann am Ende auf Pokémon hängen geblieben. Cool, wa? Yeah. Catch 'em all wollte ich dann machen. So. Hier noch Palard. Wir müssen jetzt hier mal die Diebe irgendwie finden. Die hier sein sollen wohl. Irgendwie. Hat ja der Mann gerade erzählt. So, und schwupps sind wir wieder hier. Ich habe ein Item, was ich denen geben muss. Silberrosale ist ein Accessoire, so okay. Nee. Das ralle ich jetzt gerade gar nicht. Dabei habe ich sogar gelesen, dass das hier ein Event ist, was man unbedingt machen muss. Ich habe meinen Timer vergessen, ich bin ein Held. Naja, wir machen einfach noch ein paar Minütchen. Überziehen wir halt den Part mal wieder. Bin ich ja berühmt für. Erst meldet er sich wochenlang nicht und dann überzieht er schon seinen nächsten Part. Haha. Komm, mach mal hin hier. Gibt's doch nicht. Ach. Das haben sie blöd gemacht. Das haben sie richtig blöd gemacht. Ha. Das ist blöd. Mama. Oh, große Tür. Die können wir aufmachen, weil wir haben hier den Diebesschlüssel. Moment mal. Nee, nicht gegen Gift. Heilkrautzen. Kill Bill hat hier schon wieder die Hälfte verloren. Mary kriegt auch noch ein bisschen was ab. So. Braucht sonst noch? Ja, ja. Red bekommt auch noch der Red Scorpion. Hier. Yeah. Und dann wird gesaved und dann gehen wir erstmal weiter. Schauen wir mal. Ob hier noch was versteckt ist. Außer nix. Den Weg spare ich mir. Hi! Da ist nichts. Und da ist auch nichts. Und hier ist nichts. Aber hier ist nichts. Na gut. Mr. T in Weiß. Schau dir die Verrückten an! Wir sollten dem Boss lieber von ihnen berichten. Na, da kriegt er jetzt einer von mir. So. Hi. Der sieht witzig aus. Du hast es weit gebracht, um hierher zu gelangen. Zu schade, dass du uns nicht fangen wirst, Idiot. Oh, jetzt haben wir uns runtergeschmissen, die blöden Schweine. Hey, macht man doch nicht. Jetzt sind sie weg. Und haben die Schätze hier geklaut. Ich habe sie noch gesehen, die waren gerade eben noch voll. Aber die können ja nur hier abgehauen sein. Wartet mal kurz. Die können nur darüber abgehauen sein. Weil ich mir jetzt mal schnell... Entschuldigung.
Und da bin ich auch schon wieder. Die können nur da abgehauen sein. Da hüpfen wir doch mal hinterher, wa? Guck, da sind sie. Hi. Dickköpfiger Verrückter. Verzeihung. Dickköpfiger Verrückter. Ich werde euch in den Hintern treten. Okay. Also, wie machen wir das? Wir hauen einfach erstmal auf das Gefolge, oder wie es heißen soll, und Mary macht Peng. Na, einen Feind verlangsamen. Nee. Abwehr erhöhen, das können wir bestimmt gebrauchen. Oh. Hey Mary, du musst ein bisschen schneller zaubern. Ja, das ist schon besser. Gefolge, Gefolge, Gefolge. Magie und Peng. So, zackig. Oh, Kill Bill, der war gut, du. Mary, der war auch gut. Oh, Pick, der war gut. Oh, Red, der war echt gut. Naja, so sind wir halt hier. Wir sind die großartigsten Kämpfer im ganzen Dragon Quest Universum, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, oh, die Mary ist gleich kaputt. Da wird die Mary sich mal selber heilen. Klack. Zack. Hatte ich gerade die Möglichkeit, noch andere Leute zu heilen mit Items? Das probiere ich jetzt nochmal. Ich will nochmal gucken. Ja, Heilkraut. Pick, Red, Kill Bill, Mary. Da ist jetzt ein Pfeil. Nicht echt. Nicht euer Ernst. Ich könnte jetzt meinen Gegner heilen. Das probiere ich gar nicht erst aus. Ich bin ja nicht blöd. Oh, jetzt holt er aus! Mama! So, Mary. Nur noch ein Knosch. 16 Schaden. Und er wurde besiegt. Hey, Kill Bill hat den Kill gemacht. So ein Zufall. Ha! Jedes Mitglied der Gruppe erhält 610 Erfahrungspunkte. Yeah. Und Pick erreicht in die Stufe 14. Und ich nehme an, Kill Bill auch? Nee? Normalerweise ist die Reihenfolge immer Red, Mary, Kill Bill, Pick. Und so weiter und so weiter. Wir waren noch gerade eben vor den, also über den und nicht jetzt unter den. Hä? Die Krone gehört dir. Wirst du mich verschonen? Auswahlmöglichkeiten, also weiß man immer nie, was passiert. Nein, ich flehe dich an. Bitte verschone mich. Nö. Nein, ich flehe das an, bitte, nein! Nein, ich flehe, nein! Nein, nein! Es geht nicht weiter, ja, ich verschone dich. Danke vielmals. Das werde ich dir niemals vergessen. Geil. Bravo, du hast Goldkrone gefunden. Das müsste man jetzt erstmal recherchieren, ob das nicht irgendwie rechtliche Probleme geben könnte. Mit gewissen Spirituosen, die genauso heißen. Picker hält Goldkrone. Lass mal ein Trinken, ja. So, Abkürzung. Tschüss, Jürgen. So. Da würde ich sagen, wir beenden jetzt diesen Part, indem wir einfach mal ein Stückchen weiterlaufen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Upsala. Wenn es dann wieder heißt, Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Und wir sehen uns dann. Macht's gut, bis dahin. Und noch schnell den Kampf machen. Und ja. Oh, Kill Bill, Level up. Und damit heißt es jetzt doch noch Tschaußen.